Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The House of Da Vinci. Ja, nachdem wir in der letzten Folge das Haus in Transform umgewandelt haben, würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die silberne Traumkurbel an. Und guck mal, was ist das? Das sieht... Moment, was? Er ist Viereck. Viereck? Opa. Passt das? Passt das? Ja. Geil, das passt sogar. Okay, da kann ich irgendwas drehen. Okay. Sechseckiger Block. Gucken wir uns mal an. Okay. Oh, guck mal. Hallo? Da kann man was drehen. Da kann man was drehen. Hallo? Drehen hört sich immer gut an. Drehen, drehen. So, und jetzt? Kann man das so hoch? Tja. Okay, ein sechseckiges Gewicht habe ich. Jetzt ist die Frage, wo kann man das einsetzen? Also ich denke mal, das kann man... Hier ist nirgendwo eine Öse, ne? Also hier nicht. So. Kann man das da? Nein, ne? So, ich... Das habe ich jetzt auch. Da ist irgendwas, aber ich glaube nicht, dass man das... Nein. Okay. Gucken wir weiter. So, einfach weil es so schön... Einfach weil es so schön war. Komm, wir drehen nochmal. Ja. Drehen. Und weil es so laut Bumm macht. So. Ja, passt. Aber ich kann... Ich glaube, dass ich hier nirgendwo was festmachen kann, ne? Wir sind an der Fahne, aber an der Fahne... Nein. Das passt nicht. Passt es dahin? Oder hierhin? Passt es vielleicht hier drauf? Nein. Echt. Aber was hat das für eine Wirkung? Obwohl, wenn ich mir das so ansehe, könnte das der Schrank da sein, ne? Dass es da auf der mit dem weitergeht. Oder mit dem weiterging. Aber gucken wir uns mal hier mal um. Ne? Guck mal. Was ist das da? Okay. So, nein. Aber... Guck mal da. Da ist ein Haken. Probieren wir es. Krieg ich das? Geil. Okay. Ja, okay. Nein. Geht's da durch? Es geht da durch. In die Dunkelheit. Es geht in die Dunkelheit. Was? Okay. Geschmiedetes Metallornament. Okay. Hier ist nichts. Okay, passt das? Ein Schlüssel da drauf? Ja, irgendwas müssen wir hier noch bewegen können. Schlüssel passt da nicht drauf. Aber wir haben da, glaube ich, da hinten, also hier an diesem Ding, haben wir noch, nein, da passt der auch nicht. Gucken wir da drauf. So.
Okay, das Hexagon haben wir. Gucken wir einen Hinweis. Den Belagerungsturm auf dem Tisch noch einmal ansehen. Vier Hinweise. So, gucken wir uns. Wo könnte da ein Schlüssel reinpassen? Jetzt mal wirklich ganz genau gucken. Würde der da reinpassen? Nein. Der passt da rein. Was ist das? Okay. Nett. So. Kenne ich. So, aber die Frage ist, wo muss ich? Warte mal. Ich muss doch ziemlich genau dahin treffen, ne? Was? Kann das ungefähr sogar sein, dass es dieses ganz genau traf? Okay, nein. Okay. Ja, wir probieren es einfach. So. So. Okay. Okay, das passt nicht. So. Nein, das war schon zu weit. Noch ein ganz, ganz kleines Stückchen. So, passt das? Und komm! Ja! was? Aha. Okay. Eine weitere von Leonardos Erfindungen. Sie erlaubt ihm, echte Bilder auf eine Leinwand zu projizieren. Gehen wir doch mal hin. Komm, durch die Wand. So, da oben ist die Leinwand. Okay. Okay. Lass mir mal Krieg führen! Krieg. Ich glaube, Moment. Muss ich ein Stückchen mit dem zurück? Ach, guck mal an. So. Da.
glaube, den habe ich schon ein bisschen zu weit gemacht, ne? So. So, okay. Bisschen mehr. Und willkommen im Krieg. Und am Stein der Weisen. Und da ist eine Papier. Ist eine Rolle. Wenn du diesen Brief liest, haben die Umstände es nicht erlaubt, dass ich zur Werkstatt zurückkehre und dass sich meine Befürchtungen bestätigt haben. Nicht nur meine letzte Arbeit, sondern auch das ganze Wissen, das im Laufe meines Lebens erworben, das im Laufe meines Lebens erworben habe, ist in Gefahr. Okay. Aber du musst weitermachen. Ich flehe dich an, jetzt nicht zu gehen. Okay. Gucken wir mal. Nein. Guck mal an. Da ist doch was. So. Oh, Michelangelo's David. Oh ja. Ja. Okay. Michelangelo's David. Oh ja. Oder war das? Nee, das war doch Da Vinci. Guck mal. Da haben wir doch eine Fließrichtung. Ne? Was? 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 Scheiße. Was mich jetzt irritiert, ist, dass Michelangelo's David hier eine Rolle hat. Ladebildschirm, der ultra spannend ist. Direkt in den Vorhof zur Hölle. Ich bin in Meister Leonardos Garten. Er ist sehr vorsichtig, also könnte dieser Ort voller Überraschungen sein. Ja, aber wie es weitergeht, ganz genau, werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ansehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!